Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück im LS19 auf der Ravenport zur Folge Nummer 40. Genau, 40 Folgen haben wir mittlerweile schon. Wir haben gestern ja im Schnellweglauf die Felder mal kurz bearbeitet. Jetzt aber mal in aller Ruhe, weil die wichtigen Dinge sind wieder durch, die ein bisschen der Schuh gedrückt hat. Räumen wir hier erstmal wieder auf, Drescher weg, Soja. Soja können wir gleich drin lassen, da können wir den Rest mit einladen eigentlich noch. Und dann können wir vielleicht auch gleich mal eine Fuhre wegfahren. Je nachdem wie der Preis gerade steht. Fahren wir erstmal zum Hof. Mit Tempomat, der fährt ja weiter. Sojapreis. Der steigt gerade sogar noch am Hafenspeicher. Der da tatsächlich wo wäre? Da unten, okay. Dann sollten wir auf jeden Fall noch ein bisschen warten. Wenn der Preis gerade steigt, ist das natürlich sehr gut für uns. Dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen und müssen wir im Auge behalten. Wumms, die Wumms. So, auf jeden Fall, wie gesagt, wir kippen es jetzt nicht ab. Wir lassen es gleich drin. Dass, wenn es losgeht, dass wir direkt vorbereitet sind. Müssen halt nur oft gucken. Ich darf nämlich nicht vergessen, wir spielen auf fünffacher Zeit. Ich vergesse das nämlich wieder, denke, ah, das dauert ewig, bis der Preis ins Stocken kommt oder wieder fällt. Und dann ist vorbei mit den guten Preisen. So, jetzt haben wir nochmal 40.000 Liter hier drin. Sehr schön. Dann kriegen wir die Kurve noch. Gerade so, genau. Dann stellen wir nämlich jetzt mal ins Silo hier. Quasi Park und Pool Position. Und dann machen wir nochmal einen richtigen Schwung Kohle damit, hoffe ich. Motor an, damit das Licht ausgeht. Licht alle aus. Und Umleuchte aus, fertig. So, dann holen wir unseren Drescher mal wieder nach Hause. Ja, wunderbar. So, der hat dann auch mal guten Dienst. Das Schneidwerk sollten wir, glaube ich, reparieren. Das ist schon wieder bei 43%. Machen wir zur nächsten Ernte. Vor der nächsten Ernte warten wir es. Wobei eigentlich wartet man, wenn man ja das in die Winterpause bringt, mehr oder weniger, ne? Da wartet man ja vorher noch. Da machen wir das auch so. Ziehen wir kurz Drescher und Schneidwerk einmal durch die Wartung. So, eben erst einmal das Schneidwerk. Ja, reparieren für 118, perfekt. Damit haben wir das auf jeden Fall wieder heile. Dann bringen wir es auf unseren Schneidwerkswagen, den wir, glaube ich, noch irgendwo rumfliegen haben. Müssten wir, glaube ich. Oder haben wir den vertickt mittlerweile? Ne, da steht er tatsächlich. Ja, aber verkehrt herum. Dann stellen wir es hier erstmal ab, auf dem Fußboden. So. Eine wirkliche Winterpause gibt es jetzt ja hier eh nicht. Noch nicht. Noch haben wir keinen Season Mod. Da freue ich mich schon drauf, wenn der da ist. Würde ich hier nämlich auch komplett mit einfließen lassen.
dann wird es halt richtig hektisch für mich. Bin gespannt, wie ich das dann gemanagt bekomme alles. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen frisch gewarteten Drescher für die nächsten Runden. So. Dann sollten wir jetzt mal eine Bestandsaufnahme machen von Feld 1. Da hüpfen wir, nee, nicht, da mal eben hin. Mitten in der Schafswiese gespawnt. Mal gucken, was ist denn hier Phase? Ja, Unkraut ist nicht so schlimm, gedüngt ist es nicht abgeerntet, also braucht auch keinen Kalk. Wir können direkt wieder neu drüber klatschen. So wie das aussieht. Benötigt alles keinen Kalk. Nö. Ja. Dann machen wir da auch keinen langen Hehl drum. Einsehen, ja, sollten wir mit dem hier machen. Nach dem Preis nochmal gucken. 1625 tut sich gerade gar nichts, okay. Kann unser kleiner Fan nicht eigentlich auch einsehen? Das müsste der. Aber da wir kein Gewicht haben, ist das natürlich schlecht. Aber andererseits ist es auch nicht schlimm, weil wir fahren kaum bergauf. Insofern können wir ruhig mit dem Johnny einsehen und mit dem Fendt die Anhänger wegbringen. Wenn wir wirklich dolle bergauf müssen, dann sind die Anhänger leer. Die sollten wir auch nochmal auffüllen vorher. Auch nur 9000 Liter. Müssen wir auch nochmal nachholen irgendwann. So. Dann düsen wir da mal eben fix rüber. Weiß nicht, schaffen werden wir es wohl nicht mehr, das einzusehen heute. Oder? Na, eigentlich müssten wir theoretisch. Aber wir haben nur noch 5 Minuten, von daher werden wir das in der nächsten Folge dann angehen. Wir stellen ihn hier nur schon mal bereit hin. Dann holen wir lieber Geld. Wir sind jetzt ja nicht hundertprozentig aufs Maximum. Gehen wir an der Straße, dann brauchen wir kein Warnblinklicht. Passt. Müssen wir auch kein Maximum da jetzt rausholen an. Wäre zwar schön. Aber dann bringen wir erstmal Soja weg. Und kaufen uns vielleicht mal ein Gewicht. Wenn wir schon mal da unten in der Nähe vom Shop sind. So, man sieht natürlich wieder gar nichts. Ja, das ist. Wieso hängt denn der da noch dran? So. Jetzt sollte das auch was werden mit dem Anhängen von den Kippern. Manchmal bin ich auch bescheuert, ne? So. Bums. Passt. Dann können wir losziehen. Einmal sollten wir locker da runterkommen und wieder hier hoch von der Zeit her. Wir haben jetzt da zum Glück nicht mehr diesen Stress. Das heißt, wir hatten bis jetzt eigentlich noch keinen wirklichen großen Stress. Halt immer nur halt wegen der Ernte, Unkraut und so. Das hätte ich gerne immer geregelt. Also es scheint irgendwie so, da wo jetzt das Soja stand auf Feld 1, da ist das Unkraut nicht mehr gewachsen. Drumherum, ja, wo ich schon abgeerntet hatte,
Da ist es gewachsen. Ich habe es noch nicht ganz raus im Dreh. Wonach richtet sich das? Wie oft kommt das? Oder wenn man gespritzt hat, kommt das dann in dem angesäten gar nicht mehr rein? Dann würde ich wahrscheinlich mich nur noch spritzen und das Striegeln weglassen, weil wenn es so sein sollte, dass wenn man striegelt und es ist jetzt am Anfang und zum Ende hin kommt es nochmal, weil man gestriegelt hat, dann würde ich es doch lieber gleich wegspritzen, dann brauche ich nicht ein zweites Mal übers Feld fahren. Weil letzten Endes, klar kostet Pflanzenschutzmittel Geld, aber es kostet ja auch Geld, mit den Fahrzeugen das zweite Mal übers Feld zu fahren, kostet auch Sprit, Wartungskosten entstehen und so weiter und so fort. Und wir können den Striegel verticken. Wer da genaueres zu weiß, der kann mir ja mal gerne was in die Kommentare schreiben. Wie das wirklich mit diesem Unkraut ist. Wie gesagt, ich habe da den Durchblick noch nicht so ganz errungen. Ich habe da also noch kein Muster oder Schema erkennen können, wie das genau abläuft. So, den überholen wir mal wieder ganz dezent. Bergauf geht es hier doch, aber es ist nicht so wild. Dichter schon hochgezogen. Muss ich mir nur überlegen, wo fahren wir hier rein? Ich würde gerne nicht über diese Schienen fahren müssen, aber es gibt, glaube ich, keinen Weg, das nicht zu machen. Es sei denn, wir nehmen den Zug. Und die Abkippstelle ist jetzt, keine Ahnung. Ich finde das hier mit den über den Schienenballern ziemlich ungünstig. Hier ist die Abkippstelle, alles klar. So, mal gucken. Wahrscheinlich kriegen wir hier auch nicht beide auf einmal entladen. Wäre auch zu schön. Doch jetzt. Und beide kippen in eine andere Richtung, auch gut. Falsche Taste. So, einmal leer machen. Dann auch geil wäre, wenn man irgendwann mal in so einem Putt hier unten übernehmen könnte, in welche Richtung welcher Kipper abkippt. Ich möchte jetzt, dass beide nach rechts abkippen, wenn es geht. Der kippt nach rechts ab, der nach links. Jetzt kippt er nach rechts ab. Okay. Also wenn man das halt auch auf einen Blick gleich sehen könnte, das wäre ziemlich cool. So, wir haben jetzt schon wieder 70.000. Das hat gut gescheppert gerade. Eieieiei, das ist nicht deren Ernst, oder? Komm mal nie rum. Und selbstverständlich fahre ich mit der Pflegebereifung auf der Straße. Das macht ja auch keinen Sinn. Das sollten wir auch gleich nochmal ändern. Also klar, fährt man halt, ne, zu seinem bestimmten Bestimmungsort damit hin, aber man zieht damit keine Anhänger. Ja, na Mensch, haben wir eine Fuhre auf jeden Fall geschafft heute, die richtig Geld auch gebracht hat. Von 15.000 auf 70.000, das sind 45.000 gewesen, ne? Circa 43.000 waren es, glaube ich. Könnten wir mit Sicherheit auch eigentlich genauer einsehen. War doch einfach mal. Ja, eigentlich wollte ich die Nächte ja auch überspringen. Oh, ich kann nicht lenken. Hallo, nein, nein. Unverhofft kommt oft, ja.
Müssen wir bis da vorne zur Straße hier irgendwie an den Gleisen fahren. Das finde ich nicht so geil. Naja, was soll's. Gib Gas. Kann man auf den Gleisen hier fahren? Ja, geht auch. Und selbstverständlich kommt genau jetzt der Zug. Alter. Okay, der Weg war gar nicht auf der Karte, sah es doch mal ein bisschen weiter aus. Habe ich gerade überschätzt den Weg, aber ja. Nicht mehr während der Fahrt in irgendwelchen Dingen rumspielen. Besser ist das. Ja. Gut, dann, da wir unsere Viertelstunde wieder voll haben und die letzten Folgen auch, glaube ich, alle ein bisschen länger geworden sind insgesamt, bringe ich den jetzt hier noch zum Hof zurück und dann machen wir hier Ende, beziehungsweise ich mache jetzt hier schon Ende. Ich fahre dann auf den Hof zurück, was ihr wahrscheinlich nicht mehr seht. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr was zum Thema Unkraut wisst, schreibt mir das mal bitte gerne in die Kommentare. Klärt mich da mal auf, wenn ihr da irgendwas zu wisst, was ich nicht weiß. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, reingehauen.